Mit Heute Zero Mission wird präsentiert von Mit Brötchen! Mit Zwiebeln! Hey ho und herzlich willkommen zurück zu Mit Heute Zero Mission. Und ohne weitere Verzögerungen gehe ich direkt in den nächsten Bereich. Hui! Metroids. Und nicht nur einer, nein. Viele. Okay, ich hoffe mal, dass die wenigstens satt sind, jetzt nachdem sie sich an dem Weltraumpiraten gelabt haben. Na, Kumpel, naja, wenigstens hat er es hinter sich. Und sein Kollege auch. Und was ist das denn? Ein Donut? Ein Donut. Interessant. Okay, ich gehe mal weiter. Warum geht die Tür jetzt zu? Warum kann ich nicht mehr mal zurück? Ah! Oh Mann. Hier, ich habe ein Piep gehört. Die Tür geht wieder auf. Okay. Ich musste den Metroid bekämpfen. Neuer. Ja, toll. Da ist er, ein Neuer. Guten Tag. Lass mich los! Geh doch! Da bist du. Gewesen. Schon wieder einer. Was ist denn da los, ey? Hilfe. Ja, ich komme nicht weiter. Ich muss dich erst bekämpfen, mein Kleines. Tut mir leid. Okay. Okay, hier sind noch viel mehr tote Piraten. Ja, ich glaube, die Metroids waren wirklich sehr hungrig. Man sollte meinen, dass sie inzwischen keinen Appetit mehr auf mich haben. Mii! Hey! Och, Manu, ich will aus der Lava raus. Geh weg! Hey. Oder Säure. Ich verwechsel das Zeug immer. Ich weiß nicht, es ist rot, es glibbert und es tut mir weh. Also, ne? Ist nicht schön. Beides nicht. Ja, irgendwie bist du jetzt doof da platziert, ne? Ah! Lass mich los, komm schon. Ich will nicht knuddeln. Ich will nicht mit dir knuddeln. Lass mich los. Boah, Alter. Mann, gehst du mir jetzt auf den Zeiger. So. Tut mir leid, Kleines, aber du hast es so gewollt, ne? Piep, Tür auf. Endlich. Okay, die Donuts gehen auch durch die Screw-Attack kaputt, gut zu wissen. Nur du nicht. Okay. Es sind aber auch eine Menge Donuts jetzt hier. Also, mir fällt kein besseres Wort ein. Es tut mir wirklich leid. Ich meine, sie sind rund, sie haben ein Loch und... Kleines. So. Nicht zu weit sei hier. Jetzt gibt's sie auch in grün. Okay. Mit Apfelgeschmack. Ich weiß nicht, für mich war das schon hektisch genug, um zwischenzuspeichern. Wer weiß, was gleich passiert. Okay, dann geht's einfach weiter runter. Ja, schön. So. Och, als ein Pixelchen zu hoch geflogen ist, ne? Gut, gut, gut. Weiter geht's.
weiter geht's endlich. Okay. Kommt da gleich wieder wer aus dem Schatten? Nein? Okay. Da kommt jemand aus dem Schatten. Ja, guten Tag. Die Donuts nerven mich jetzt. Die Kringel. Es geht noch weiter runter. Oh Mann, futtern die viel. Viele Missiles. Okay, ich habe die Tür gehört. Und, also, was auch immer die Weltraumpiraten vorhatten, es hat nicht funktioniert. Oh Mann. Inventarspeicherpunkt, ja. Ich habe wahnsinnig wenig Missiles. Also ich glaube, mein Limit war 150 und ich habe gerade mal 57. Egal, so. Ja, dann kann ich das hier ja mal nutzen für das Aufpimpen. Komm her. Nee, Super Missile habe ich ja noch nicht verschossen. Ich glaube, dann gehe ich gleich nochmal zurück zum Speicherpunkt, denn ich habe wirklich ein ganz mieses Gefühl. Wenn ich jetzt wieder 150 habe, wäre schon ganz gut, wenn ich das habe. Für den Fall, dass ich nachher drauf gehe. Ich hoffe es aber nicht. Ich meine, es läuft ja eigentlich ganz gut beim Let's Play. Ich bin ja bisher noch gar nicht drauf gegangen und ich bin auch sehr froh drüber. Auch wenn es manchmal sehr knapp aussah. Eppa. Ach ja. Ja. Donuts. Gut. Lange ist es nicht mehr. Also lange wird es nicht mehr dauern. Was ich hier mache. Einfach mal Frust. Einfach mal zum Abschalten. Jetzt nach den vielen Metroids, die so gern kuscheln wollten. Gut, das war's. Jetzt gehe ich wieder zurück. Einmal speichern. Tudu! Gut. Und weiter geht's. Wir haben ja noch ein paar Minuten. Okay. Was geht denn jetzt ab? Da oben? Nee. Hallo? Seid ihr bescheuert? Seid ihr bescheuert? Ich werde von allen Seiten bombardiert. Euch geht's ja wohl gut. Ich bleib mal unten. Eingefroren. Toll, und da vorne ist Lava. Wer hat sich das denn ausgedacht? Vor allem mit diesen Mini-Plattförmchen hier. Ey. Nichts weiter. Nichts weiter. Los. Einfach durchschießen. Hilfe. Hilfe. Ihr spinnt doch. Ihr spinnt doch. Ich hoffe, am Ende des Weges ist wenigstens ein Chozo, der mich heilt. Das ist doch bescheuert. Guten Tag. Ja, guten Tag, Mother Brain. Hallöchen. Wie geht's denn heute so im Marmeladenglas? Gut, wie mache ich dich jetzt kaputt? Am besten ins Auge. Es ist immer das Auge.
Bei Resi ist es ein Auge. Es ist immer ein Auge. Metroid. Und ich werde von allen Seiten beschossen. Es ist wunderschön. Ey, die Donuts gehen mir gerade auf den Zeiger. Ey, hallo, ich möchte aus der Säure raus. Wenn ich darf. Oh, ey. Hallo, ich komme mir vor wie ein Flipper. Wie ein Flipperball. Boah, diese dummen Waffen da oben. Ach, die kriege ich auch nicht mal kaputt. Ja, schön, toll. Wunderbar, ey. Ich möchte auf der Plattform bitte bleiben, wenn es denn genehm ist. Hallo? Oh, Super Mister und bla. Und, gut, weil ich den da eingefroren habe, konnte ich mich nicht wegbewegen. Sehr schön. Jetzt aber. Und Mother Brain ist besiegt. Was? Selbstzerstörung? Oh nein. 3 Minuten Zeit. Ja, hoffe ich mal, dass das jetzt hier der kürzere Weg ist. Oh, ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Ich werde bei sowas immer extremst panisch. Deswegen werde ich wahrscheinlich keinen Resident Evil Let's Play machen, weil die nämlich immer so enden. Immer mit Zeitlimit. Von wegen, ja, Selbstzerstörungsmodus. Okay. Schnell, nichts wie raus hier. Und dass ich diese Sprungpassage vorhin immerhin geschafft habe mit den selbstauflösenden Blöcken. Jetzt hoffe ich nur, dass mir jetzt nichts entgegenkommt. Oh Mann, oh Mann. Mann, oh Mann, was macht ihr mit mir? So, nichts weg, nichts weg. Nichts weg! Och nö. Ich brauche da wahrscheinlich richtig Anlauf. Versuchen wir es einfach. Versuchen wir es einfach. Komm schon. Jawohl. Ah, mein Schiff. Mein geliebtes Schiff. Ah, nichts wie weg. Nichts wie weg. Nichts wie weg. Oh, Mann. Wie geht die Düse? Und alles explodiert. Alles wird zerstört. Mother Brain wollte uns nicht entkommen lassen, aber wir sind entkommen. Und erstmal umziehen. Genau. Der Anzug ist schon so voll geschwitzt. Okay. Hilfe. Konnten wir jetzt doch entkommen? Endlich. Was? Nein! Nein! Und Bruchlandung. Wieder auf Zebes. Na toll. Ah, da fliegen sie noch. Oh, Mann. Meine Flucht ließ mich wehrlos zurück. Ich verlor meinen Powersuit. Zu meinem Schutz blieb mir lediglich meine eher nutzlose Notfallpistole. Es mag wahnsinnig erscheinen, mit dieser Bewaffnung in das Mutterschiff der Weltraumpiraten einzudringen, doch ich hatte keine Wahl. Würde ich lang genug überleben, um zu entkommen? Handlaserwaffe. Mhm. Und kein Anzug. Ja, schön. Zero Suit Samus. Guten Tag. Okay. Mit einer Spielzeugpistole. Anders kann ich es jetzt nicht benennen. Tut mir leid. Also im Vergleich zu dem, was wir vorher hatten an Waffen. Oh Mann. Ich glaube, was gibt's hier? Ja, kann ich nur leider nicht aufschießen, ist das Problem. Ach, Mano. So schön. So viele Upgrades gesammelt und dann legt sie den Anzug einfach ab und in dem Moment, ne? Aber schön, wie sich der Zopf bewegt. Liebe zum Detail. Und dann krauchen. Ach, schön. Wir krauchen automatisch. Wusstet ihr übrigens, dass man im Original NES-Teil damals nicht krauchen konnte, weshalb ja auch der Morphball erfunden wurde?
Das lag nämlich daran, dass die Entwickler sich uneins waren, wie die Sprites aussehen sollten bei einer Krauchanimation. Deswegen haben sie es einfach auf dem Morphball belassen. Heute ist der Morphball schon gar nicht mehr wegzudenken. Aber gut, dass man es fürs Remake mal versucht hat. Okay, das sind die Weltraumpiraten. Schön. Okay. Da komme ich nicht rein. Das ist ja doof. Geht's weit unten weiter? Ah, okay. Dann krauche ich mal hier durch. Durch den Lüftungsschacht. Mutterschiff der Weltraumpiraten. Ja, guten Tag. Oh Mann. Und da rennen sie. Gut. Da rennen sie weiter. Die haben irgendwas vor. Ja gut, ich würde sagen, solange ich hier unten noch in Sicherheit bin, wäre das noch ein guter Moment, um den Part zu beenden. Deswegen sage ich lieber jetzt schon mal, Leute, schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Und bis dann. Tschüss.